Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elvis-Song. Es freut mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Und als dritten Song habe ich mir ausgesucht das hier. Kurz einblenden für euch, Sekunde. Ein Klassiker, Suspicious Minds. Und Suspicious Minds war das Trennungslied von Elvis, als er sich von Priscilla getrennt hat, als es dem Ende hinzuging mit seiner Ehe, hat er dieses Lied komponiert. Es hat einen relativ traurigen Text und beschreibt ganz genau, wie es ihm in der Zeit ging. Also er hat oft den Zeitgeist und vor allen Dingen sein eigenes Leben in den Liedern verarbeitet. Und Suspicious Minds ist also ein Klassiker, ähnlich wie bei ABBA, wo es dann zum Finale hinging und sie das Lied komponiert haben, The Winner Takes It All. So ähnlich ist das hier zu verstehen. Suspicious Minds bedeutet, wir haben Suspicious, also Suspicion ist, wir vertrauen uns nicht mehr einander und wenn kein Vertrauen mehr da ist, dann ist es besser, man beendet die Beziehung. We're caught in a trap. Wie hört sich das Lied an? Wir hören kurz rein und dann schauen wir weiter. Suspicious Minds, ihr Lieben. Es gibt nichts, was ich an dem Lied auszusetzen hätte. Es ist einfach ein Klassiker. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie man das rhythmisch hinbekommt. Ich gehe mal hier nochmal in die Nahaufnahme. Also gehen wir mal an den Anfang und gehen jetzt als erstes durch die Akkorde. Wir haben also G-Dur. Dieses Motiv am Anfang. Das erkläre ich euch gleich, wie auch den Rhythmus, den ich hier spiele. Also wir haben G-Dur, wir haben C, wir haben D und das geht immer durch die Strophen. Und am Ende hast du dann der jeweiligen Strophe D, C, ein B-Moll Englisch, ein H-Moll in Deutsch hier im zweiten Bund. Das ist ein verschobener Arm in den zweiten Bund und ein D7. D ist so und die Septime ist hier. D7. Und dann im Refrain ändert sich da nicht viel. Wir haben C. We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Jetzt gehen wir mal gleich in den Rhythmus. Kurz nochmal reinhören vom Tempo her. So, was mache ich hier? Ich gehe in die Nahaufnahme, dass ihr mal das seht.
Das ist nicht so einfach. Ich habe also den G hier so als klassischen G mit dem kleinen Finger. Und das ist so ein Klassiker hier. Ihr seht schon, es ist wie wenn ich von G immer auf C, auf dem C9, auf dem C9 gehen würde. Aber eigentlich ist es ein klassisches G. Und hier hämmer ich beide Finger auf den C, auf diesen Teil des C-Akkordes, wie ihr sehen könnt. Ne? Also es ist immer G und C, also es ist dieser Wechsel. Und der Rhythmus ist mal wieder typisch. Ta, 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 ta. Hört nochmal rein. Und bitte jetzt genau hinhören, was das Schlagzeug macht. Hört auf das, auf die Hi-Hat vom Schlagzeug. Hören bitte. I can't walk out because I love you too much, baby. Ja. Also, nochmal langsam. C wiederholt sich das Spielchen mit dem F-Akkord. Hier, wir hämmern hier auf der G-Seite aus A und legen den Finger flach. Schwieriger zu erklären. Das ist nicht einfach zu greifen hier mit dem kleinen hier unten, aber das ist kein Muss. Ihr könnt das Lied ganz normal mit dem G-Dur spielen und wenn ihr diesen Lick spielen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel von G auf diesen C hier wechseln. We're caught in a trap. I can't walk. Hier einfach nur lüpfen, das klingt auch wunderbar. Because I love you too much, baby. Natürlich klingt das authentischer hier. Aber es ist kein Muss. Und dann am Ende der Strophe geht es dann auf. When you don't believe a word I say. Da, da. Da. Also ich spiele nur nach unten. Da, da, da. Und dann einen Doppelschlag zum Hoch. Beim Hochkommen. Und dann kommt der Refrain. Ja. We can go on together. So, ich müsste jetzt relativ laut singen, damit ich die Tonhöhe erreiche. Ja. We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds.
Aber ich bleibe jetzt mal eine Oktave tiefer. We can go on, G-Dur together, with suspicious minds, C, D, E-Moll. And we can build out. Hier greifst du den B-Moll im zweiten Bund. Das ist ein verschobener A-Moll-Akkord. Den brauchst du auf jeden Fall. Wenn dir der so zu schwer fällt, dann kannst du ihn auch einfach so greifen, nicht als Barré, mit dem Zeigefinger hier unten im Fis. And we can build our dreams on suspicious minds. D, D7. An old friend I know, comes by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see these tears are real, I'm crying. Fehlt mir hier ein? Ja, ein D fehlt hier. Hier ist noch ein D, den muss ich noch rein kopieren. Here we can build our dreams on suspicious minds. So, hier haben wir jetzt noch zwei Akkorde am Ende und dann kommt die Bridge. Hier haben wir ein B7 sus 4, der sieht so aus. Ein, ja, man könnte fast sagen, so ein magischer Akkord. Ich gehe mal in Szene, in die nächste Szene. Dann seht ihr, hier haben wir den B7 oder H7 auf Deutsch. Den müsst ihr kennen. Und den Sus, dafür brauche ich diese Note hier. Ja, und dafür greife ich so um und lege meinen kleinen Finger in den vierten Bund. Also der klingt natürlich wunderschön, dieser B, Sus, B, 7, Sus, 4. Oh. We can go on together with suspicious minds. And we can build our suspicious minds. Einmal den. Wenn der euch Schwierigkeiten bereitet, einfach direkt auf ein H7 gehen. Dann geht es so weiter. Oh, let our love survive. I'll dry the tears from your eyes. Don't let a good thing die. You know, I never lied to you. We're caught in a trap. Okay, und dann geht's wieder in den Anfang, also in the bridge. Wir hören mal kurz rein, wie Elvis das macht. I can't watch you do it for me.
die das Lied aus. So, jetzt nochmal ganz, ganz langsam die Parts, wie auch der Rhythmus. Geh mal in die Nahaufnahme, dann könnt ihr das gut sehen. Hier das Spielchen. Das ist nicht leicht, das müsst ihr nicht spielen, okay? Ohne das Spielchen vom Anfang klingt es so. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you. Why can't you see? Müsst ihr immer getrennt üben. Ne? Basisrhythmus. Da, 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 da. And we can build our dreams on suspicious minds. With an old friend I know, it's by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? So, das war's. Ich glaube, ich habe euch das ausreichend detailliert gezeigt. Wenn ihr euch das Lied anhört, hört auf diesen Anfang, was das Schlagzeug hier spielt. Das ist nämlich euer Rhythmus. Und so oft in Liedern, ja, es ist so oft der Fall, dass wir auf Schlagzeug hören müssen. Ja, auf das Gefühl, auf den Groove des Schlagzeugers und danach auf die Gitarre, manchmal sogar auch auf die Einwürfe der Bläsersätze, um in die richtige Rhythmik des Liedes einzusteigen. So, ihr Lieben, das war jetzt für mich eine ganz große Freude, mit euch diese Lieder zu machen. Das war Suspicious Minds von Elvis. Die Lieder leben von der Rhythmik. Wir reden hier viel von Country, gemischt mit Blues-Elementen und Rock'n'Roll. Wir werden noch viel, viel in dem Bereich machen. Auch im Einsteigerkurs werde ich den Rock'n'Roll mit euch durchgehen, wie auch die Rhythmik des Blueses, damit ihr da in dieses Gefühl mehr einsteigt. Wie immer geht es entspannt an. Ihr müsst euch Zeit lassen, die Akkordwechsel sind hier bei dem Lied nicht so einfach. Also erstmal diesen Akkordwechsel, den wir da haben, den, ne?
den gut üben, wenn es dann in den Refrain geht. Und dieses Spielchen am Anfang, das braucht Zeit, aber hey, warum nicht? Die Zeit können wir uns doch nehmen und Spaß haben, ne? Wichtig ist hier, das entspannt zu sehen. Wenn es nicht gleich klappt, das ist überhaupt kein Problem mehr. Glaubt ihr, bei mir klappt das immer? Bei mir klingen die Lieder am Anfang auch, na, wie Hund und Katz. Na. Aber nach einer Weile, ich muss die genauso üben. Manche Lieder habe ich hunderte Male üben müssen. Na. Nun habe ich jetzt nach so langer Zeit eine Mordsroutine entwickelt und ihr könnt ja natürlich nur profitieren von meinem Wissen und von der Art und Weise, wie ich euch das erkläre. Also, mir hat es, nein, das war nicht so einfach, lieber Rainer. Und Herbie, ich kriege die Drehung wegen dem Handgelenk nicht richtig hin. Bei denen, die es können, sieht es immer so leicht aus wie bei dir, lieber Horst. Ja, das ist richtig. Bei denen, die es können, sieht es immer leicht aus. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr irgendwo noch Schwierigkeiten habt, beispielsweise, ihr müsst noch nachdenken beim Greifen der Akkorde, dann schickt euer Gehirn die Informationen als erstes an die linke Hand. Und dann passiert etwas. Die rechte, die kommt aus diesem lockeren Gefühl heraus. Wenn du jetzt einen Rhythmus probierst, dann übe ihn erst immer nur so, wie ich es euch schon erklärt habe. Lege die Finger auf die Gitarrenseiten und dann beobachte hier, dieses System hier. Ich weiß ja nicht, was jeder von euch beruflich macht. Ihr müsst euch vorstellen, der eine oder andere ist ein Handwerker, ja, und muss richtig zulangen. Ja. Und der andere ist vielleicht ein Trucker, ein LKW-Fahrer und hält den ganzen Tag das Lenkrad in der Hand. Ja. Also, wir müssen Lockerheit in unsere Handgelenke reinbekommen. Auch wichtig, immer Dehnübungen machen. Das hier nach unten, nach vorne, nach oben, auch hinter dem Rücken. Die Gelenke vorher ein bisschen bewegen, warm aufwärmen ein bisschen, euch lockern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, der Rhythmus ist niemals mit einem steifen Handgelenk zu spielen und auch nicht nur aus dem Handgelenk. Ja. Das ist diese lockere, du musst dir vorstellen, du nimmst den Arm und so und dann schüttelst du den in alle Richtungen mit der anderen. Also lässt das Handgelenk so locker und schüttelst es in alle Richtungen. Ja. So, so. Ja. Und dann merkst du, wenn du das hier machst, dann merkst du erstmal, dass dein Handgelenk relativ steif ist. Ja. Okay, also das zum Thema Lockerheit. Und dann ist es diese Bewegung, schau mal. So wie du piekst. Es ist nichts anderes, das ist eine größere Bewegung. Aber ihr müsst es langsam angehen. Und dann müssen die Akkordwechsel sitzen. Zumindest zwei. Der erste und der zweite. Und dann kannst du diesen Akkord spielen. Heimo will wissen, wie lange soll man am Tag üben? Ja, das ist eine halbe, dreiviertel Stunde ist das absolute Minimum. Absolutes Minimum. Ja. Also unter dieser Zeit brauchst du das, kannst du es bleiben lassen. Ne? Kannst mal ganz ehrlich sein. Ne? Und alles, was drüber geht, ist von Vorteil. Und wir reden von reiner Übezeit. Das Spielen dessen, was du schon kannst, ist kein Üben. Das Üben bedeutet, du machst dich an was Neues ran und übst das eine halbe, dreiviertel Stunde. Idealerweise vielleicht sogar zwei, drei Wochen. Ein Stück, sodass du dann das verinnerlicht hast. Und dann gehst du zu deinem nächsten Thema über und trainierst und übst das. Okay?
Ich bedanke mich auch bei euch. Es war mir eine große Freude, Elvis-Songs mit euch zu machen, euch zu zeigen. Ich kann auch mal ein ganzes Rock'n'Roll-Medley von ihm mit euch spielen, das ich live vortrage. Da ist alles Mögliche dabei, von Hound Dog über Jailhouse Rock, über Blue Sweet Shoes, Rock Around the Clock von Bill Haley bis zu Chuck Berry's Johnny Be Good. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte teilt diese Videos, damit auch andere viel davon haben. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Gitarrespielen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen. Seid motiviert, habt Spaß, geht die Sache gelassen und entspannt an. Vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Video.